Das freut mich, Red Hat. Und es fliegen wieder Tomaten, Chat. Wir sind wieder unterwegs. Immerhin, sie fangen an, das Gelände zu verlassen. Ich schätze, die Reinigung wird bis nach unserem Urlaub warten müssen. Wir sollten einen externen Fruchtsammler einsatzbereit machen. Die Kühlung durch den Schnee hält sie sogar frisch. Hä, ich dachte, Tomaten zählen nicht als Früchte. Mhm. Sieh dir das rein. Wir sind drinnen und der Kühlschrank ist überall dort draußen. Genialer Gedanke, oder? Sicher, bist ein schlaues Köpfchen. Wusste ich doch. Ich frage mich, ob die anderen heute früher fahren. Die Straße ist ja nun frei. Tja, warum auch nicht? Kaum zu glauben, dass wir wegen der vielen Aufträge unsere Weihnachtsfeier so weit nach hinten verschieben mussten. Brichst du heute auch früher auf? Ja, warum nicht? Ich verbringe den Abend mit der Familie meiner Schwester. Sie leben hier ganz in der Nähe. Mit ihrem kleinen Blag, was? Er ist einer von uns! Ja, aber ihr kleines Blag hat mir ein besseres Weihnachtsgeschenk gemacht als du. Hey, immerhin habe ich versucht, für meinen Partner etwas zu besorgen. Im Gegensatz zu einer gewissen anderen Person. Glaubst du auch nur du? Was ist das? Es ist ein Hintergrundgeräusch. Hintergrundgeräuschrekorder. Alter, diese Wörter. Er spielt verschiedene beruhigende Hintergrundgeräusche ab, wie zum Beispiel Meeresrauschen oder das Zirpen von Grillen. Hör dir das mal an. Richtig, Rocky. Hört sich an wie etwas, das mein Handy auch könnte. Oh, was würde ich auch gern Geschenk schenken? Oh, ja, hm. Kann ich auch im Fernsehen gucken. Ach ja, mit diesem Gerät kannst du auch eigene Aufnahmen machen und sie in einer Endlosschleife abspielen. Einfach Rec drücken und du kannst dir deinen eigenen Hintergrundsound für die Arbeit erstellen. Ich wiederhole, Handy. Hallo Leopardenforelle. Sieht so aus, als wären wir beide nicht besonders gut im Schenken. Hey, ich nehm's trotzdem. Vielleicht nehme ich auf, wie Rob eine Standpauke bekommt und nehme das zum Einschlafen oder so. Ja, ja. Wie dem auch sei, wie steht's mit dir? Hast du schon was vor? Also... Oh, komm her, du Hengst! Ist das der Wein oder wirst du mit jedem Tag noch attraktiver? Meine Liebe, ich bin nüchtern wie am ersten Tag und du bist immer noch heiß wie die Sonne. Wenn ich dir in die Augen schaue, ist mir, als würde ich sanft des Meeres rauschen hören. Oh. Ich war ein Klaps auf den Bobbes. Oh, du freches kleines Luder. Wenn mein Rücken nicht wäre, würde ich dich auf der Stelle... Hey! Hey! Es schneit draußen! Ja, schon den ganzen Tag. Okay, für heute ist es wohl genug. Yep. Ich mache mich auf den Weg. Tu das. Danke, Turf. Macht weiter, wir schauen zu. Nein! In Watts Leben schiefgelaufen, dass er so ein Zyniker geworden ist. Ich, boah, weißt du, also. Gute Frage. Oh, hey, danke für den Rekorder und so. Meine Güte, sei jetzt nicht zu dankbar. Können wir es abspielen? Was ist das? Dieses Gerät macht unseren Job erst möglich. Okay, danke. Jetzt weiß ich ja genau, was das ist. Wir haben alles um. Ich sag dir also. Wollte sie bestimmt massieren, ne? Hallo. Wer ist da? Hallo? Wer ist das? Ich weiß doch nicht. War es ein Kind? War es ein Opa? War es eine Frau? Hey, müssen wir das schon sagen? So, grabbeln.
alten Freundin, die im Altersheim arbeitet. Nein, wollte. Sicher? Aufenthaltsräume? Warte, da war ich doch gerade. Ach nee, das. Okay, gut. Ich dachte schon. Telefontherapie, wahrscheinlich. Ich bin so froh, dass wir endlich mal eine Auszeit bekommen. Es wird sicher schön, ein wenig Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Einen schönen Abend noch, Lisa. Du hast ihn dir verdient. Jeder hier hat das, ganz besonders Willis und Timer. Um ehrlich zu sein, mache ich mir etwas Sorgen um sie. Ja? Sie arbeiten viel zu hart für ihr Alter. Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass ich in der Lage wäre, mich um sie zu kümmern, wenn es soweit ist. Du kennst mehr Geschichten, als du willst. Glaube ich. Aber ich dachte nicht, dass das so schlimm wäre. Mann, auch wenn die Hermann Corp heute für uns einspringt wegen des Vertrags und so, mir ist trotzdem unwohl dabei. Schließlich sind sie unsere Konkurrenz. Ja, aber das ist wohl eine der wenigen Möglichkeiten, in diesem Job mal eine verlässliche Auszeit zu bekommen. Außerdem werden wir das Gleiche für sie tun. Sie sollten also besser gute Arbeit leisten. Oldtimer! Gut, Fudin, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Hä, wie kommt hier raus? Ah. Eva, wegen vorhin. Hey, mach dir keine Gedanken darüber. Nein, Mädchen, du verstehst nicht. Manchmal, wenn ein Mann eine Frau ganz doll lieb hat. Ach, du mal wieder. Cool. Ich wurde aufgeklärt, Chat. Ach, das ist der Ausgang. Wo geht's raus? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Wieso denn nicht? Geht's hier raus? Vielleicht nächstes Mal. Was? Wo muss ich denn hin? Ist da, ach so, das ist der Ausgang. Ich darf nur da unten erst drücken. Abbruch, Abbruch. Meine Sachen sind noch oben im Büro. Sag mir das doch, bevor ich hier runterfahre. Dann hätte ich vielleicht die beiden Herrschaften noch nicht gesehen. So. Hätten mir die Aufklärung gespart. Hey, Eva. Hey, Eddie, wie... Nein, 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 Tür! Ups, sorry. Was soll's, kein Problem. Hey, kannst du den Aufzugknopf für mich drücken? Warum? Hast du ihn nicht gerade erst gedrückt? Ja, aber der Aufzug scheint immer sofort da zu sein, wenn du ihn drückst. Das ist albern, es ist nur Glück. Komm schon, versuch's einfach mal. Was zum? Danke. Ich bin die Aufzugflüsterin. Oh, wer... Ach, Roxy. Alles in Ordnung, Roxy? Oh, hey, ho, Eva. Ja, ich warte nur auf Rob. Sein Auto ist in der Werkstatt, also machen wir eine Fahrgemeinschaft. Hey, Rob, bist du soweit? Nur eine Minute noch. Wie auch immer. Was machst du nachher? Nicht viel. Ich fahre nur nach Hause zum Abendessen mit der Familie meiner Schwester. Wir haben immer ein gemeinsames Weihnachtsessen und sie warten auf mich. Wow, nett von ihnen. Wäre ich anwesend, hätte der Truthahn keine Schonzeit. Glaube ich gern. Und hast du irgendwelche Pläne für heute Abend? Naja, ich treffe nachher ein paar Leute. Aber zuerst habe ich ein Date mit meiner guten alten Couch und einer Packung Eiscreme. Oh, locker. Der arme Eddie. Ich werde mir die komplette Packung schnappen und sie ausleeren. Und dann werde ich löffeln, löffeln, löffeln. Klingt nach einem guten Plan. Jep, jep. Guter Plan, gutes Date. Ich glaube auch. Wobei ich halt dann eher der Fan von irgendwas wärmerem wäre. Also, weiß ich nicht, Vanilleeis mit heißen Himbeeren, das würde ich als Eis akzeptieren zu Weihnachten. Lieber irgendwas. So ein warmer Schokokuchen oder so, wisst ihr? Wieso kann ich da nicht reingehen? Na jetzt. Ob ich bekomme Lust auf die Robs-Chips sind gar nicht so geil. Es tut mir leid. Ich fand die nicht so geil. Ich war enttäuscht. Du gehst? Du bist noch hier? Yep, ich bleibe über Nacht. Moment mal, was? Alle gehen nach Hause. Was soll ich sagen? Ich bin halt ein hart arbeitender Samariter.
Aus dem Weg! Nile? Bob? Ich heiße Robert. Robert! Bob. Gegrillter Stollen. Locker, der gegrillte Stollen. Irgendwann kriegst du den. Also irgendwann bringst du den raus und es wird ein voller Erfolg. Wie auch immer, einen schönen Abend bei deiner Schwester Eva. Du willst wirklich deine erste freie Zeit seit Monaten in der Firma verbringen? Yep. Komplette Villa für mich allein. Her damit. Na gut, wie du meinst. Hey, wenn du möchtest... Hm? Vergiss es. Gefüllt mit Barbecue-Marzipan. Ja, mal gucken, ne? Jetzt komm, nimm ihn doch mit! Eva? Hey, Schwesterherz, ich bin auf dem Weg. Mann, das ist doch... Och, der arme Bubu. Der liest jetzt mein Tagebuch, ich weiß es. Babe? Nee, Adai, nee, 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 der macht da komische Dinge mit dem komischen Helm. Der feiert jetzt bestimmt Weihnachten in seiner Erinnerung. Wir holen ihn ab. Ich wusste, wir holen ihn ab. Und ja, da ist er. Er ist dort ganz allein. Ist heute nicht wie Weihnachten für euch? Ja, schon, ich weiß auch nicht, was er da treibt. Süße, du solltest ihn zum Abendessen einladen. Was? Sei nicht albern. Du denkst da zu viel hinein, Dummerchen. Da steckt nicht mehr dahinter. Einfach nur als Gefallen für einen Kollegen, weißt du? Ich kenne ihn. Er würde die Einladung nicht annehmen. Wie dem auch sei. Deck schon mal den Tisch, ja? Ich werde bald da sein. Okay, Süße, bis gleich dann. Entschuldigung. Eva, was war das? Alles in Ordnung, Süße? Bist du noch da, Eva? Eva, hörst du mich? Ja, ich bin gleich da. Okay, Süße, bis gleich dann. Wieso klingt Tracy eigentlich immer nach so einem... Aha! Und was macht er da? Komm schon, aller guten Dinge sind 30. Der Moment der Wahrheit. Anormalität im Stromkreislauf festgestellt. Hauptstromversorgung unterbrochen. Was zum... Wie kann das? Ich sollte ins Untergeschoss gehen und den Schalter zurücksetzen, bevor jemand was mitkriegt. Was zum Sonderzeichen? Stimmt, die sixte VR-Brille. Oh, ich weiß ja nicht, ne? Wenigstens läuft der Aufzug mit Notstrom. Vom Eingangsbereich aus komme ich ins Untergeschoss. Ist das jetzt To the Moon Horror-Episode? War da Halloween? Ja, man muss es halt nicht gleich übertreiben. Hättest auch einfach dein Büro abschließen können.
mir. To the Keller. To the Chopper. So, auf geht's. Grabbeln. Bei ihm ist der Aufzug auch gleich da. Hallo Weltenwandler. Hallihallo. Hast du heute auch gebaut? Ich bin sehr stolz auf dich. Ach, hier ging es zum Keller, deswegen wollte sie da nicht lang gehen. River's Revenge. Oh, da würde ich aber auch rennen. Ganz ehrlich, da würde ich rennen. Für ein Hightech-Unternehmen ist die Stromversorgung ganz schön unzuverlässig. Zugangsprofil geladen. Dr. Nile Watts. Zugriffszeitpunkt 19.47 Uhr. Also gut, als erstes starten wir dich mal neu. Stromversorgungsstatus wieder in Betriebnahme wird eingeleitet. Und nun schauen wir mal noch nach, was hier passiert ist. Sieht fast so aus, als hätte jemand den Generator manuell heruntergefahren. Zugriffsdaten werden geladen. Das verstehe ich nicht. Das kann nicht richtig sein. Muss ein Fehler im System sein. Ja, dann ist ja alles gut. Also, Glück im Unglück, ne? Wer ist da? Locker, ich glaube, du hast recht. Wie alt? Wie Leertaste? Chat, es ist jetzt ein Kampfspiel. Ich verprüge jetzt River. Wer? Die Tür war doch verschlossen. Da bist du. Stromversorgung wiederhergestellt. Richtig, Weltenwandler. Hilft das Handtuch, Süße? Ja, es hilft. Danke. Welcher Affe hat dich denn gebissen? Keiner schlägt meine Schwester. Mensch, es war ein Unfall, okay? Dein Gesicht war ein Unfall. Machst du den ganzen Tag nichts anderes, als den Besen zu schwingen? Hey, ich war im Raubtiermodus und da erscheint sie plötzlich in meinem Revier. Was kann ich dafür, dass ich mit solch ultraschnellen Reflexen geboren wurde? Warum seid ihr überhaupt alle hergekommen? Musst du gerade fragen, seinen Urlaub allein im Büro verbringen. Wer macht denn sowas? Es war ihre Idee. Ja, verflixt doch mal. Ich sehe mir nicht an, wie der Partner meiner Schwester in so einer Nacht alleine vor sich hinschmollt. Ich hab nicht geschmollt. Du hältst einfach mal die Klappe und hörst zu. Eva hat einige gute Freunde eingeladen und wir werden alle zusammen ein schönes Abendessen veranstalten. Und du wirst jeden Augenblick genießen. Wow, du hast eine gewisse Ähnlichkeit mit jemandem, den ich kenne. Na, na, Süße. Es ist nicht so schlimm, wie es zuerst aussah. Was war das? Warum ist er immer noch hier? Husch, husch! Hey, tut mir leid wegen deinem Gesicht. Sprich mich nicht an. Ach, Eva, es war das weiche Ende des Besens. Also genau genommen sollte ich dir eine Gesichtsmassage berechnen. Geh einfach weg! Jingle Bells, Jingle Bells. Darf ich das Geschenk öffnen, Papi? Darf ich? Fragt Tante Eva, es gehört nicht uns. Jingle Bells, Jingle Bells. Hey, was ist in dem Paket? Wir wissen es nicht. Echt nicht? Ja, wenn ich darüber nachdenke, lagen hier letztes Jahr genau die gleichen Geschenkpakete. Und können wir sie aufmachen? Nein, ich weiß nicht, wem sie gehören. Stille Nacht. Also, bleiben Sie einfach hier? Yep, tun Sie. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. River Bells, River Bells.
Mensch, Neil, wir sind gerade erst angekommen und Tracy ist jetzt schon stinksauer auf dich. Berufsrisiko lässt sich nicht ändern. Ja, es ist gefährlich hier. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was du mit einem Mob anstellen würdest. Aus versicherungstechnischen Gründen darf ich keinen führen. Sie denn hier? Oh, hey ho! Ich dachte, du wärst schon zu Hause. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. Aber als ich mich gerade gemütlich auf die Couch geschmissen habe, hat Eva angerufen und nach einem Taxiservice gefragt. Was? Aber sie ist doch schon hier. Hallo. Was zum... Oh, du Schnabeltier! Hallo, Onkel Neil. Das letzte Mal, als ihr zwei vorbeigekommen seid, habt ihr mich Affengesicht genannt. Das war Tommy, er ist gemein. Blälälälä. Oh, das Kind wird mal ein echter Satansbraten. Sorry, Lily. Lang nicht gesehen, Neil. Stimmt, Eva hat auch euch einfach aus eurem liebevollen Zuhause gescheucht, hä? Oh, wir kommen gern vorbei. Die Kinder haben sich zu Hause ohnehin gelangweilt. Bla bla bla, lasst uns drinnen weiterreden, sonst verpassen wir noch das Abendessen. Oh ja, ich sollte mal die anderen begrüßen. Mama, Mama, warum darf ich hier nicht? Was willst du denn sonst nächstes Jahr da liegen? Wir gehen trotzdem. Wir sind nicht so sehr soziale Typ. Was ist das? Ein Biber? Das ist Schnabli. Es gehört nicht mir, aber Mama hat gesagt, ich darf darauf aufpassen. Ich beschütze es vor allem Bösen. Darf ich es mal ansehen? Ist so böse? Nicht wirklich. Okay, du darfst Schnabli für 5 Minuten haben. Juhu, Schnabli mag dich. Woran siehst du das? Weil es nicht versucht abzuhauen. Woran sonst? Ich wollte eigentlich deine Mutter ansprechen. Milka, Schoko, Keks oder ganz klar... Hä, Haselnüsse. Immer Nüsse. Danke, dass ihr uns eingeladen habt, Eva. Hey, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Überhaupt nicht. Es ist schön, die beiden Racker mal etwas aus dem Haus zu kriegen. Johnnys Haus hat eine tolle Aussicht, aber es ist ein wenig zu abgelegen für die Kinder, um es dort auszuhalten. Sie können draußen wunderbar spielen, aber ich habe immer Angst, dass sie stolpern und die Klippe hinunterstürzen. Ja, das wäre nicht so gut. Dann tanzt der da. Hey, bist du eine echte Doktorin? Wie meinst du das? So von wegen machst du Operationen und so? Nein. Dann bist du keine echte Doktorin. Hörst du, Dr. Dreh? 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 Nein. Ich auch nicht. Aber Neil sagt... Dreh ist kein echter Doktor und bekommt trotzdem fett Respekt. Also halt, ey, fett Respekt, Alter! Also halt zurück. Stolpert, zack, Ruhe im Haus. Ja. Hey, Jamie, was machst du mit dem Plüschtier? Werd jetzt nicht zum Weicheisohn. Chill mal, Papa. Es ist nur Schnabli. Yo. Geht es dir besser? Ich werde es überleben. Also, Süße, du solltest öfter mal vorbeikommen. Wir sehen uns kaum noch. Naja, der Winter ist bei uns die anstrengendste Jahreszeit. Hoffentlich haben wir bald mal eine Auszeit. Überarbeite dich nicht. Du weißt, dass ich immer für dich da bin, wenn du mich brauchst. Parent of the Evil. Ja, ja. Kind, du kriegst kein Kuscheltier, du könntest ja. Kein echter Mann werden. Hey, danke, dass du Lilly und die anderen Kinder hergebracht hast. Kein Thema, solange du deinen Teil der Abmachung einhältst. Haha, ja, ich hab's verstanden. Das meine ich ernst. 2 Eimer voll Eiscreme, darunter läuft's nicht. Ja, Roxy, versprochen. Ich spreche hier von extra großen Portionen. Mit 2 X vor dem L. Und wenn ich Eimer sage, meine ich auch Eimer.
Wenn ich damit fertig bin, will ich die als Mülleimer benutzen können. Ja, ich... Wo gehst du einkaufen? Komm zurück, Dominik. Hey, hat jemand Nile gesehen? Er ist uns im Flur entgegengekommen, aber er ist uns nicht nach drinnen gefolgt. Sieht so aus, als wäre er aus irgendeinem Grund wieder nach unten gefahren. Oder nach oben. Das sage ich auch mal bei Casey. Fühle, Awesome, fühle. Musst du ihn fragen, Weltenwandler? Hä, da wollte ich doch gar nicht hin. Wollte ich da hin? Ein Glas Oliven. Zugangsprofil geladen. Dr. Eva Rosalene. Zugriffsdaten werden geladen. Uhrzeit 1939. Manuelles Herunterfahren durch Dr. Nile Watts. Uhrzeit 1947. Manueller Neustart durch Dr. Nile Watts. Seltsam. Warum hat er den Generator erst heruntergefahren und dann selbst neu gestartet? Ich sollte die Einstellung so lassen. Vantolivinik. Hallo, Mr. Metalhead. Hallihallo. Oh, Fudin, aus. Wir mögen keine Oliven. Wir sind Anti-Oliven. Team Anti-Oliven. Vielleicht nächstes Mal. Soll ich hier rausgehen? Ich dachte, ich soll in sein Büro gehen. Hallo? Wer ist da? Wer ist am Apparat? Sohn? Bist du das, Nile? Warum sprichst du nicht mit ihnen? Haben sie etwas falsch gemacht? Nein, es ist nicht ihre Schuld. Warum bist du wieder hergekommen? Das habe ich dir bereits gesagt. Es war die Idee meiner Schwester. Du hättest es ihr ausreden können. Was? Sieh mal, danke, dass du zurückgekommen bist und diese Leute eingeladen hast und all das. Aber mach sowas bitte nicht nochmal. Was genau meinst du? Wo gehst du hin? Nach Hause. Ich habe einiges zu erledigen. Was zum Teufel ist los mit dir? Ja, das frage ich mich schon seit gestern Stunden. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber heilige Ananas nochmal, bleib locker. Diese Leute sind den weiten Weg hergekommen, um den Abend mit dir zu verbringen. Wann hast du das letzte Mal mit anderen zusammen zu Abend gegessen? Rocky, ich glaube, der Vorteil ist bei den Leuten, die das gespielt haben, dass sie normalerweise, also dass das bei denen länger her war. Weißt du? Meine Schwester hat ihre Familie hergebracht, damit du nicht allein sein musst. Sogar Lilly und ihre Kinder sind gekommen. Du erinnerst dich noch an sie, oder? Du hast sogar dieses dumme Spiel über den Fall programmiert. Was wirst du tun, wenn du zu Hause bist? Dir eine Fertigpizza in den Ofen schieben? Hey, jetzt sei mal nicht so. Entspann dich mal für einen Abend, meine Güte. Wie auch immer, ich werde hier nicht weiter in der Kälte stehen und dir eine Predigt halten. Mach, was du willst, ich gehe rein. Aber oben ist ein Platz für dich reserviert, egal ob du kommst oder nicht. Wieso ist die Tür gerade wieder aufgegangen? Also ohne, dass er da, also, naja. Ich glaube, das wäre ein schönes DLC gewesen, hätten wir nicht gerade das, ihr wisst schon, nicht wahr?
Oh, wartet mal, das ist immer noch nicht so dran. Ja, jetzt ist es zu spät, ne? Nein! Naja. Naja, also falls man es nochmal braucht, ne? Jetzt ist es dafür besser. Oh, wartet so. Lunarea. Das ist eine gute. Duck Duck Pony. Nee, das wäre echt ein schönes gewesen. Das wäre ein schönes gewesen, hätte man Abstand zum Hauptspiel gehabt, glaube ich. Lunarea, ja. Können wir das nochmal? Also, was haben wir da nochmal aufgehört? Ich habe es schon fast vergessen. Aufgenommen. Jude Death. Deutsche Übersetzung. Die Sonne. Ey. Warte mal, die Sonne übersetzt to the moon? Und was? So übel war das nicht, oder? Alle hatten einen schönen Abend, nicht wahr? Ja, ich denke schon. Hey, kann ich bei euch mitfahren? Nein, meinte er, Hey, kann ich bei euch mitfahren? Klar, Süße, lass uns nach Hause fahren. Das hat einfach geskippt gerade ihr Dialog. Oh nein, nicht. Boah, ist. Rosalene stirbt. Und Watz kümmert sich um sie, oder was? Ich hab nicht geskippt, ich hab nicht gedrückt, ich schwöre. Ich glaube, Watz kümmert sich um die sterbende Rosalene.